Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Flugschule 3.5. So, in dieser Episode soll es darum gehen, dass wir so ein bisschen uns das Flugverhalten angucken von unserem Schiff. Und das beinhaltet so ein paar Manöver, die ich euch zeigen möchte, ja, wie ihr am besten bremst oder in die andere Richtung fliegt oder irgendwo rumfliegt und wie ihr euch im Kampf verhaltet. Ja. Das alles, wie gesagt, ist Einsteigerniveau, ja, kein Profiverhalten. Also ich werde jetzt nicht den GeForce-Mode ausschalten. Ja, wer die erste Episode gesehen hat, weiß, was das ist. Ne? Und genau. So, vorher in der Episode davor, falls ihr die verpasst habt, da ging es um die Grundflugsteuerung, ja, wie steuere ich mein Schiff überhaupt im Grundverhalten, und ich habe euch so ein bisschen das Cockpit erklärt, ja, das HUD und die Instrumente. Darüber solltet ihr jetzt nur Bescheid wissen. So, ich befinde mich immer noch in der Aegis Avenger Titan Renegade, ja, dem blaugelben, der blaugelben Sondervariante von Aegis. Ja, hier habt ihr übrigens auch ein Bett drin. Ist ein sehr schönes Schiff. Ich mag das. So, dann wollen wir mal. Müssen wir ja Platz nehmen. So, Schluck Kaffee nehmen. So, mittlerweile sind wir bei 73% Hydrogen Fuel, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind nicht weit von Port Olisar entfernt. Ich weiß gar nicht, sieht man überhaupt noch Crusader? Mal gucken. Ah, hier ein wunderschönes Schiff. Ach, ich mag das. So, ich werde übrigens, irgendwann. Ah, da ist er. Ja. Irgendwann werde ich übrigens in den. Sagt schnell. Werde ich zu Joystick und Rotas wechseln. Ja. Sonst bin ich hier gnadenlos verloren. So, ich mache mal hier so ein bisschen. Paar schöne Bilder einfangen, ja, für den Thumbnail. Einmal ganz wunderbar. Könnt übrigens, wenn ihr in der Außenperspektive seid und Y gedrückt habt, könnt ihr, wenn ihr F4 länger drückt und im Freelook seid, könnt ihr mit den Pfeiltasten, könnt ihr so ein bisschen euer Schiff ranzoomen, ja, nach oben und unten hier und vor und zurück, links und rechts, ja, links und rechts. Und mit Bild auf, Bild runter könnt ihr das auch so ein bisschen so machen. Ja, das ist ganz geil. So könnt ihr dann halt auch schöne Kameraeinstellungen euch erstellen. Das ist schon ganz cool. So, gut, genug gespielt. So, okay, ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Grundmanöver. Ja? Ich habe euch ja in der Folge davor schon gesagt, dass das alles so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen muss. Ja, mit dem Bremsen und Straven und das ganze Zeug. Ja? Ich fange einfach mal an. So, wir fangen einfach mal an und geben Gas mit W. Ja? Und damit es ein bisschen schneller geht, drücken wir wieder Shift, damit er hier hochboostet. Ja? Die IR-Signatur steigt in die Höhe, unsere Systeme überhitzen, aber sie haben es geschafft. So, wir befinden uns jetzt in einer Gesamtgeschwindigkeit von 1113 Metern pro Sekunde und ein Mond rast gnadenlos auf uns zu, beziehungsweise wir auf ihn. Was machen wir da? Wir haben erstmal die Möglichkeit, einfach W loszulassen. So, dann seht ihr schon, der rote Strich geht in die Knie, aber das dauert natürlich ewig lange. So, ja, und boom, Mondoberfläche aufgeprallt. So, dann gibt es eine weitere Möglichkeit. So, ihr gebt Gas, merkt scheiße Mond, Space Brake. So, dann drückt ihr X und das Ding bremst ab und alle Triebwerke tun ihr Bestes. Und da sind die Instrumente überhitzt und oh, so, wir stehen. Das geht auf jeden Fall schon mal wesentlich schneller. Das geht aber auch sehr auf Lasten eurer Komponenten. Ja, später, wie gesagt, dieses Jahr kommen noch die Abnutzungen dazu. Das wird alles darauf einwirken. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, das ist so ein bisschen, sag ich mal, das kommt am besten an bei den Mädels, wenn man das kann. Ne? Also übt das und dann werdet ihr hier im Verse aber. Ne? So, da gebt ihr Gas mit W. Ja? So. Dann seht ihr Mond, scheiße, drückt V, decoupelt, dreht euer Schiff. Ja? Und boostet. So, und dann seht ihr schon, das Schiff, das haut und gibt und schon
düsen wir in die andere Richtung. Ja. Das ist wirklich so. Und dann könnt ihr eigentlich wieder kappeln. Noch besser ist natürlich, wenn ihr in die Richtung ballert. So, dann dekappelt ihr, dreht euch, kappelt euch wieder und boostet dann. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Ah, so, aber ihr seht schon, die Systeme überhitzen und wenn es überhitzt, dann geht auch der Balken nicht weiter. Und das ist das, was ich meinte, das muss man wirklich handeln lernen. Ja, wenn ihr seht, die Systeme überhitzen, dann vielleicht nicht mehr bremsen oder nicht mehr boosten, weil wenn es dann wirklich zu weit geht, dann geht nichts mehr. Das Schiff streikt dann und ihr fliegt dann trotzdem in der Geschwindigkeit weiter. Ja. Das müsst ihr, wie gesagt, so ein bisschen üben. So viel zum Thema erstmal Manöver in Sachen Bremsen. So, dann möchte ich euch noch was Cooles zeigen. Dazu müsste ich aber jetzt erstmal zu einem Mond fliegen. Ihr wisst ja, das neue Flugsystem ist mit der 3.5 reingekommen und viele sagen auch, dass die Atmosphäre da noch keine Rolle spielt. Ich habe aber eine Beobachtung gemacht und die finde ich ziemlich cool und die möchte ich einmal mit euch teilen. Aber damit wir das hier nicht ewig in die... Obwohl, nee, komm, ich nehme euch einfach mit. Ja, wir fliegen jetzt einfach mal, machen das Mobiglas aus, fliegen mal zu einem Mond von Crusader. Das geht ja schnell. Ja, fliegen wir dahin. Zack. So, wo ist er? Da oben. Achso, wir müssen erstmal wieder zu Crusader fliegen. Ja, das müssen wir leider immer. Ist ja kein Problem. So, ich werde jetzt mal übrigens zu Joystick und HOTAS wechseln. Denn letztendlich habe ich euch alles gesagt, was ich weiß über Maus und Tastatur. Und alles andere so wird jetzt mit HOTAS und Joystick erklärt. Ja. Das werde ich euch jetzt nicht genauer erklären, weil wie gesagt, das ist eine Folge für sich. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mal euch den HOTAS und den Joystick erkläre. Da gibt es ein paar Sachen, die müsst ihr auch noch wissen, ja, die ihr einstellen müsst, auch gerade mit dem neuen Flugsystem. Sonst funktioniert der HOTAS auch nicht wirklich. Ja. So. Aber wie gesagt, das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen und das ist ja nicht für alle interessant, glaube ich. Ne? Deswegen gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Aber gerne in einer extra Folge. So. Ich finde halt auch das ganze Fliegen ist halt viel smoother, ne? Das ist schon ganz geil. So, ganz kurz zum Joystick, warum ich das geiler finde und auch warum das so ein bisschen smoother ist. Ja, ihr habt halt das Rollen, ja, sozusagen, das auf der X-Achse, das habt ihr praktisch, wenn ihr den Joystick, sag ich mal so, dreht, ja, nach rechts und links, dann rollt ihr, ja, und das Pitchen habt ihr, wenn ihr nach vorne und hinten macht, und das Jawen, also das Gieren, habt ihr, wenn ihr nach rechts und links macht, und das Geile ist halt ein Joystick, ihr könnt das alles gleichzeitig machen, ja, das könnt ihr natürlich mit Maus und Tastatur auch, aber da bin ich wahrscheinlich, da muss wahrscheinlich Klavier spielen können oder so, ich kann es halt nicht so gut, ja, das geht halt hier irgendwie ein bisschen geiler. So, wenn er dann kalibriert hat, dann fliegen wir mal los. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich befinde mich noch im Stealth-Modus. Müssen wir mal ausschalten hier. Vielleicht müssen wir es auch manuell hochmachen. So. Ja. Ja, das ist nämlich was ich meinte. Da müsst ihr mal drauf achten. Aber das ist ganz cool, dass das schon angezeigt wird. Das ist dann so ein bisschen rot und dann denkst du, ah, irgendwas stimmt nicht. Und dann musst du dich jetzt ein bisschen um dein Schiff kümmern. Ne? So, wir fliegen jetzt mal nicht wie üblich auf die helle Seite, sondern wir fliegen jetzt mal extra auf eine dunkle Seite des Mondes. Denn da sieht man das nämlich besser. Ich hoffe, da ist es auch dunkel und er fliegt nicht noch rum. Ah, wir werden es sehen. Nein, man sieht es auch so. Ja. Aber das ist eine Sache, die ist schon ganz geil, muss ich sagen. Die ist mir halt aufgefallen. Wir haben Glück, es ist noch dunkel, ich gehe dann auch gleich komplett runter. Im Moment ist es auch so, dass er komplett schon in die Atmosphäre taucht. Das seht ihr hier an den Höhenlinien, die hier auftauchen. Das war vorher, vor der 3.5, irgendwie noch nicht so. Da ist man irgendwie außerhalb der Atmosphäre gelandet.
Ja, keine Ahnung. So, dann geben wir Gas. So, dann mal ein bisschen weniger mit dem Speed Limiter. Ja, weil es ist auch so, wie es auch vorher schon teilweise so war, die Anziehungskraft der Monde und Planeten ist schon vorhanden. Ja. Und ihr seht hier oben auch die Entfernung zur Oberfläche. Ja, das ist die Entfernung zur Oberfläche. Das müsst ihr so ein bisschen unter Kontrolle haben, damit ihr nicht gnadenlos einfach auf den Boden knallt. Ja. Und das passiert. Wirklich schneller, als man denkt. Weil wenn ihr wirklich runterballert wie nix, zieht dann nach oben, dann wird euch die Kraft trotzdem noch nach unten ziehen. Ja. Aber das muss man halt so ein bisschen üben. Aber das wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Das war vorher auch schon da. So, aber... So, wir gehen jetzt mal hier. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen... Ich muss ein bisschen tiefer gehen. So. Und dann halte ich mal an. So, pass auf. Ja, und dann seht ihr, wenn ich die Außenkamera angucke... Ja, oh, nein, diese... Ja, ist ja wieder der Fehler, ne? So, Freelock. So. Dann seht ihr, wie die Manövertriebwerke versuchen, uns nach oben zu drücken, ja? Das heißt also, sie arbeiten gegen die Anziehungskraft. Und das ist schon geil, oder? Finde ich. Also ein bisschen ist schon drin. Das ist auch bei jedem Schiff anders, ja? Am Beispiel der Miss Prospector, dem Mining-Schiff, was ihr hier seht, da seht ihr auch, dass die wirklich arbeiten, ja? Schon ganz geil gemacht. So. Und was auch der Fall ist, ja, das ist im Verse jetzt nicht ganz so extrem, aber hier kann ich euch das ganz gut zeigen, wenn ihr jetzt Gas gebt, ja. So, und das hat auch wirklich was mit dem Schiff zu tun. Die kleineren sind da so ein bisschen einfacher, gerade wenn sie dann auch Flügel haben, wie die hier, dann sind die in Atmosphärenflug relativ gut. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier drehe, ja, so, ich drehe rum, so, tschung, so, dann driftet der trotzdem noch eine ganz schöne Ecke rum. Und die G-Kräfte, ihr seht schon, wird mir schon ein bisschen schwummerig vor Augen. Ja? So, und das ist halt mit der Prospector zum Beispiel, wie ihr hier seht, noch viel extremer. Ja, das ist wie so ein Stein. Ja? So, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist natürlich im Verse auch der Fall, aber auf Mondoberflächen ist das natürlich noch ein bisschen relevanter, weil im Verse gibt es halt selten irgendwelche Berge oder Oberflächen, auf die ihr dann auftrumpfen könnt. Ja. Gut, ihr habt Asteroiden und andere Schiffe, aber ihr habt dann doch trotzdem noch ein bisschen mehr Platz. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg nach oben, boosten mal so ein bisschen. So, und ihr seht schon, in Atmosphären, da geht er nicht so hoch. Ich denke mal, dass, ich weiß gar nicht, ob das so ist, also final, dass ihr momentan wirklich nicht komplett nach oben geht. Ja, ihr seht schon, das ist, dann geht der rote Strich wieder zurück. Ja. So, kann aber auch wirklich sein, dass das so ein bisschen hier, dass eure Instrumente halt da so ein bisschen geschützt werden, weil die Anziehungskraft dann doch ein bisschen zu heavy ist. Ist ja schließlich auch keine Rakete, ne? So, dann fliegen wir mal hier raus. Und werden uns mal ein paar Feinde besorgen, ne? Und dann werden wir mal hier so ein bisschen kämpfen. So, und dann zeige ich euch noch ein paar Manöver. Und das Auto-Aiming gucken wir uns auch noch an. Und dann solltet ihr eigentlich erstmal alles wissen, was ich weiß zum neuen Flugsystem. Ja, und dann heißt üben, ne? Üben, üben, üben. So, jetzt gehen wir Vollgas. Mehr geht nicht. Obwohl ich den Boost noch drücken kann. So, wo fliegen wir denn mal hin? Wo sind denn immer irgendwelche Ganoven? Ich glaube, was haben wir denn hier? Kovalex Shipping Hub Gundo. Da hängen doch immer welche rum, oder? Hallo, flieg da hin. So, warum will er nicht dahin? Er will nicht, ne? Na, dann fliegen wir erstmal woanders hin. Dann fliegen wir mal nach Celine. So, und dann fliegen wir zum Security Post Career. Da sind auch immer welche. Ja, fliegen wir da mal hin.
Ja, sind die hier schon so ein paar UM-Punkte. UM heißt übrigens Orbitmarker, ja, das sind Punkte um einen Mond oder Planeten, die sich praktisch mit dem Planeten mitdrehen. Ja, das ist auch wirklich, das ist realistisch, also das sind realistische Modelle. Ja, wie viel ist Instar-Citizen? Ja, hier ist nichts erfunden und erlogen, das ist alles realistisch. Ja, das sind Orbitmarker und die praktisch sind immer im gleichen Abstand, die sich mitdrehen und die wir anspringen müssen, um einen Mond oder Planeten rumzufliegen. So, und das bedeutet, wir müssen jetzt zum Orbitmarker 1, dann fliegen wir nach Selene, dann wieder zum Orbitmarker 1 und dann kommen wir zum Security Post Career. Das ist der Routenplaner, der auch mit ins Spiel gekommen ist vor ein paar Patches, auch ziemlich cool, nach wie vor. So machen wir das jetzt. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, wie wir die Outlaws hier auseinanderfrickeln mit unserer Avenger Titan Renegade. So, hier rechts im HUD sehen wir übrigens auch immer den Verbrauch des Quantum Fuels, den wir gerade zum nächsten Punkt haben. Aber man muss doch schon sagen, so im Großen und Ganzen, das neue Flugmodell, es ist gewöhnungsbedürftig, ja, weil man wirklich fliegen lernen muss, so ein bisschen neu und auch jedes Schiff anders ist. Aber es ist einfach geil. Also wenn man es kann oder wenn man es ein bisschen inne hat, dann macht das wirklich richtig Bock. Ja, also ist es jetzt meine Meinung. Ich finde es richtig mega geil. Aber das ist natürlich noch nicht final. Ja, es wird immer noch wieder was dazukommen. Auch mit den Komponenten, die dann sich jetzt so verheizen so ein bisschen. Aber Leute, das wird so gut. Ja. Und wenn ich denn hier noch mein Crusader-Riegel essen kann, ja, oder auch Maßregel, dann bin ich glücklich. Ja? Ein bisschen essen, auch mal aufs Töpfchen gehen, eine Runde aufs Ohr hauen. Ah, das wird so großartig. So, nochmal um den Orbitmarker 1. Und dann sollten wir eigentlich ankommen. Und ich hoffe, da sind jetzt ein paar Bösewichte, die wir jetzt einfach mal wegnatzen. Natürlich keine Chance gegen uns, ja, logisch. So, jetzt sagt er Irving, hoffe ich. Ah, oder Contact, auch gut. So, da ist einer. So, den müssen wir jetzt in Target nehmen. Das macht ihr auf der Tastatur mit der 3. Ja. So, Raven the Fallen. Ja, ich guck mal ganz kurz. Es kann sein, dass das ein Spieler ist. So, das könnt ihr immer ganz hier ganz gut checken, ob der hier irgendwo steht. Raven the Fallen. Das ist bestimmt ein Spieler. Das ist ein geiler Name. Jo, da ist er. Ja, der ist auf jeden Fall ein Spieler. Der wird jetzt wahrscheinlich gerade hier seinen Crime Status loswerden. Ja. So, der wird jetzt aussteigen, aber jetzt sein Schiff da einfach wegzuballern, das macht ja jetzt auch keinen Spaß. Ne? Da kann ich euch das Manöver jetzt auch nicht richtig zeigen. Aber ich kann euch was anderes zeigen. Ja, auch eine Sache, jetzt siehst du, jetzt hat er seinen Crime-Status schon weg, jetzt ist er wieder grün. Jetzt würden wir einen kriegen, wenn wir ihn jetzt abballern können. Aber ich möchte euch eine ganz gute Übung zeigen, die ihr trainieren könnt. Das könnt ihr hier ganz gut machen. Ihr könnt das aber auch an jedem anderen Standort machen, wo ihr was habt, wo ihr rumstraven könnt. Ja. So könnt ihr so ein bisschen das Gleichgewicht an eurem Schiff kennenlernen, wie viel Gas ihr geben müsst, wie weit ihr einlenken müsst. Ja, und zwar eine gute Übung ist einfach irgendwo rumzustraven. Ja, so. Ich mache das mal hier. So, da sucht ihr euch irgendwas. So. Und versucht da wirklich in einem gleichen Abstand irgendwie rumzukommen. So, ja. Dass ihr euch nicht nähert und auch nicht wegfliegt, sondern ihr fliegt da einfach rum.
Das Ganze könnt ihr natürlich machen, indem ihr halt ein bisschen näher fliegt noch. Ja, und so könnt ihr so ein bisschen das üben, weil das braucht ihr später im Kampf, dass ihr wirklich genauso auf irgendwas drauf geht. Ja. So, oh, sieht das geil aus, oder? Oh, Leute. Guckt es euch an. Voll gut. Vielleicht wird das auch mein Thumbnail. Herrlich ist das. Gut. Nichtsdestotrotz, hier ist nichts und wir fliegen mal weiter. So, dann müssen wir doch nochmal zurück. Oder wir nehmen einfach eine Mission an. Ja? Wir haben gar kein Problem. Hier einfach so ein Bounty Hunting. Zack. So, dann haben wir hier. Nehmen wir das hier. Zack. So, dann hoffen wir, dass sie irgendwo ist. Nicht rangezeigt, dann nehmen wir ein anderer auch noch. Nerd. So, wieder ein Kontakt. Was haben wir jetzt? Der Drake Buccaneer. Schauen wir mal, was das für einer ist. Ja, geht ja jetzt, wie gesagt, nur darum, so ein bisschen zu ballern. So, ich glaube, das ist schon unser Bounty. Ja. So, dann seht ihr, dass. So, jetzt ist es grün, ja, und jetzt könnt ihr ballern. So. So, und das Auto-Aiming sorgt jetzt dafür, dass ihr praktisch, solange ihr dieses Kreuz hier vorne habt, sorgt es dafür, dass ihr den auch trefft. Ja, das ist nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall schon eine mega Hilfe. Ja, seht ihr schon, ja, ich halte da gar nicht drauf, ich treffe den trotzdem irgendwie. Ja. Und ihr seht auch schon anhand der Buccaneer, die ist so rot-blau. Und das heißt, wir bekommen bestimmt... Oh, hier, die Buccaneer-Bande ist zurück. Ja, dann sind bestimmt alles irgendwelche. Die machen wir alle fertig jetzt. So. Ja, der ist jetzt natürlich schon ein bisschen besser. Der fliegt jetzt ein bisschen rum. Jetzt drive ich mal so ein bisschen nach rechts. Ja, das holt so ein bisschen seine Flugrichtung ein. So, und dann muss man versuchen, so ein bisschen... Wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, ja, reden und schießen ist immer so eine Sache. So, die Buccaneer hat übrigens, irgendwas ist damit passiert, ja, die hat gute Schilde bekommen, aber nichtsdestotrotz werden wir die schon irgendwie klein kriegen, ja, überhaupt kein Problem. So, ich weiß gar nicht, warum die bei 1000 Meter, warum das immer noch rot ist. Normalerweise müsste das doch grün sein, das Kreuz hier. Das Kreuzchen. Ja, und oben rechts seht ihr dann auch praktisch, wie wir ihn hier verletzen, sozusagen, ja. So, dann können wir natürlich auch Raketen schießen, das können wir auch mal machen. Das macht ihr mit dem mittleren Mausrad, da schaltet ihr die auf. Normalerweise. Ah, geht jetzt gerade nicht. Aber normalerweise schaltet ihr mit dem mittleren Mausrad auf und schießt sie dann mit dem mittleren Mausrad auch ab. Ja. Indem ihr es dann länger drückt. So, jetzt werden wir mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich werde ihn jetzt mal kurz erledigen, den Kollegen. So, mal rammen, ne? So, hätte ich jetzt ein Vendul Glaive, dann hätte ich ihn jetzt in zwei Teile zerschnitten. So, das ist wieder so ein Named-Gegner. Wahrscheinlich ist der jetzt so besonders schwer. Ne? Aber wir werden schon irgendwie klein kriegen.
oben ist noch eine blaue Cutlass. Ja, die knöpfen wir uns als nächstes vor. Also ein paar Raketen würde ich ja doch schon gern schießen jetzt, ne? Aber gut. Ja, gleich haben wir. Aber knapp. So, jetzt können wir auch mal decoupeln, ja? So, das bedeutet also, wir decoupeln. So. Und dann fliegen wir praktisch rückwärts. Richtig treffe ich den hier. Ein Depp. Ja, gleich haben wir noch. Ist ja schon fast nur noch ein Rumpf. Er ist mehr eine Fliegel mehr. Warum fliegt der überhaupt noch? Ja gut, das sind noch 600 Tacken. Ja, das ist eine Menge Holz. Der muss natürlich auch ein bisschen was aushalten. Ne? Der ist ja sonst Quatsch. So, das war's. Ne? So, jetzt nehmen wir uns nochmal einen anderen vor. Gucken, ob der so ein bisschen schneller geht. Die anderen Piraten schießen auch irgendwie auf den. Es kann natürlich auch sein, dass das so ein Kopfgeld ist, den die sich holen wollen, ja. Dass die nicht zur Buccaneer-Bande gehören. Aber so genommen geht das Auto-Aiming. Ihr müsst halt versuchen, den Feind und den Pivot am besten beides vorne in diesem Kreis zu haben. Und wenn der dann so ein bisschen, ja, so längere Striche bekommt, dann trefft ihr auch, ja. Aber das Auto-Aiming heißt nicht, ihr müsst einfach den Knopf drücken und trifft dann irgendwie, sondern es muss schon so ein bisschen steuern, muss man das schon noch, ne. Ah, jetzt kann ich auch aufschalten, ja. Wahrscheinlich ging das eben nicht. Der hatte wahrscheinlich einen Raketenschutz. So, und wenn das, wenn das praktisch der rote Kreis sich dann da mal geeinigt hat, dann, haben wir es auch erledigt, ne? So, versuchen wir den nochmal. Dann noch eine Buccaneer. Chester Plotzkin. Ja, da hinten sind jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das Freunde, also andere Spieler sind oder die Crusader Security, ja, die fängt nämlich auch an. Spooled, was ist jetzt? Irgendwie habe ich jetzt was. Ah ja. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Es kann sein, dass meine Waffen vorne weg sind, weil ich kann gerade nicht mehr mit meiner Frontwaffe schießen. Ne, ist noch da. Kann man mal ganz gucken, ob ich sie vielleicht ausgeschaltet habe, aus Versehen irgendwie, ja. Haben wir ja gelernt, ne? Das können wir hier machen. Bei den Waffen. Ich sagte, wir können es hier machen, bei den Waffen. Ne, ist noch alles da. Schauen wir sie mal an, mal wieder ein. Ne, aber die schießen gerade nicht. Na gut, egal. Kriegen wir auch so hin, ne? Gar kein Problem. Sind eh unsere stärkeren Waffen. Siehst du, zack. Haben wir auch schon erledigt. So, und das war's. Ja, alle weggenutzt. Ich denke mal, das waren noch andere Spieler hier. Die könnt ihr übrigens mit, ja, hier, Raven the Fallen, ja, der Gute von eben. In seiner Hornet, in seiner Super Hornet. Der sollte uns jetzt nicht angreifen. Wir haben nicht schlechte Karten. Der hat uns geholfen. Ja. So, der ist er. Und ihr seht schon, ja, der strafed auch gerade. So, Spieler, die haben schon ein anderes Flugverhalten, ne? There you go, Sitgo. Ja, grüß dich, Raven the Fallen. Ja, Freunde, im Grunde genommen war's das.
Ne? So viel zum neuen Flugmodell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann werde ich das natürlich nachholen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Ja? Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles mal wieder durchzugehen. Lerne ich ja auch was bei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da ist er wieder, der Sitko, denn er hat was vergessen. Ich sag ja, Aufnahmeknopf gestoppt und schon steht man da und denkt, Scheiße, vergessen. So, und was haben wir vergessen? Das Landen. So, und das machen wir jetzt nochmal kurz. Wir landen jetzt nochmal auf Port Olisar mit unserem Schiff, unser Renegade. So, dazu fliegen wir eine gewisse Distanz ran, ja. So ungefähr. So, und dann müssen wir eine Landerlaubnis erbitten, ja. Wir können hier nicht einfach landen, können wir schon, aber das ist schlecht, weil dann kriegen wir einen Crime-Status. So, ja. So, wie ihr vorhin ja schon, oder in der letzten Episode schon gesehen habt, spinnen hier so ein bisschen die Instrumente rum. So, das ist aber gar kein Problem. Gebt nicht auf, ihr könnt das auch übers Mobiglas machen, ja. Also F1 gedrückt, hier vorne Comlink, Contacts und dann seht ihr hier oben schon Port Olisar Landing Service. Und dann drückt ihr auf dieses Symbol und eine nette Stimme sagt... Please proceed to assigned landing bay. So, wenn sie das gesagt hat, dann wird euch eure Landing Bay, euer Landeplatz angezeigt. Da müsst ihr dann hinfliegen. Ja, und dann, jetzt geht's halt los mit Manövrieren. Ja, ihr könnt natürlich, wenn ihr N lange gedrückt haltet, könnt ihr natürlich auch automatisch landen. Aber wir sind natürlich Profis, ja, und deswegen machen wir das nicht. So, wir fliegen jetzt hier ran. So, und dann könnt ihr hier mit dem Speedlimiter so weit runter gehen, dass ihr praktisch schön smooth hier anfliegen könnt. Ja. Landefahrwerk natürlich nicht vergessen auszufahren. So, und dann könnt ihr natürlich auch ganz smooth landen. So, und das ist die ganze Magie. Landing complete. So. Have a pleasant stay. Und wenn der gute Mann das sagt, dann seid ihr auch safe. Ja, das heißt, wenn ihr von A nach B fliegt und irgendwie sterbt oder rausgeschmissen seid, dann werdet ihr immer bei A anfangen wieder. Außer ihr habt es geschafft, zu B zu fliegen, habt gerade diese Ansage bekommen, dann seid ihr wirklich safe, könnt aussteigen. Ja, natürlich nicht vergessen, alles auszumachen. So, und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal hier aus. Ne? Wir sind ja... So, wo ist es? Hier, Exit Chip. Zack. So, und könnt ihr F4 drücken, könnt ihr euch das Ganze auch schön von außen angucken. Ja. Schön animiert das Ganze. Zack. So. Ja. Und das war's. Jetzt aber wirklich. Also, macht's gut. Tschüss.